Herzlich willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ja, wir sind weiter beim Herausforderungsportal. Und ich habe mich jetzt mal kurz informiert, was ich natürlich falsch gemacht habe. Ist, dass ich meine Sturmrüstung ja nie anhatte. Und ich habe auch tatsächlich was gelernt, nämlich A, dass man da ballern kann. Und B, ich habe ja jetzt hier das auf der linken Maustaste. Man kann da rumlaufen und ansonsten kann ich hier kanalisieren. Insofern. Und ein bisschen Schaden macht's. Was ich nicht wusste, war, dass diese Arkanflut den Archon zurücksetzt. Und der ganze Gag ist schon, wie ich vermutet hatte, dass man halt in Archon ist. Und wenn man da raus aus dem Archon ist, dann halt überlebt. Ganz vorsichtig ist. Und ich habe drei Möglichkeiten, es zu tun. Ich kann A, die Zeit verlangsamen ein bisschen. Ich kann sie versuchen, im schwarzen Loch zu halten, die Gutsten. Und ich kann den Trank nehmen, der sie ja dann die Flucht ergreifen lässt. Ich weiß nicht, ob das sogar. Nee. Naja, ich kann wahrscheinlich nur den Trank nehmen, wenn ich auch verletzt bin. So, ich würde es jetzt also nochmal probieren wollen. Natürlich das an. Und dann da rein und sie eigentlich annihilieren und jumpen. Ja, jumpen ist 3. So, hier jumpen. Ja, nicht in die Sackgassen rein jumpen, sondern halt. Vielleicht muss man dann sogar wissen, wann man da fertig ist. So, jetzt bin ich also so weit, dass ich sagen kann, laufe jetzt mal nicht so viel rum hier, aber ich mach's trotzdem. Rechte Maustaste. Und dann, ciao, ciao, tschaka, 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 tschaka. Und dann haben sie mich schon wieder erwischt. Also, ist jetzt nicht besser, als es gerade war, wenn ich ehrlich bin. Jetzt bin ich da viel zu früh raus. Vollidiot. So, gerecht. Wenn du so willst. Nein, wo ist der scheiß Ausgang hier unten? Hey. So viel Zeit verschwendet jetzt hier mit Kacken. Wege finden. So, das war's dann schon wieder. Ja, ich bin verwundet. Dann laufen wir da mal weg und tun mal so, als ob wir hier so ganz alleine sind und keiner mich sieht. Ja, sieht mich keiner. Sieht mich keiner. Kann nochmal Zeit verlangsamen hier. Sieht mich ja keiner. Ja, keiner sieht mich. Ich kann natürlich schießen, klar, das macht ja Sinn. Lass uns schießen, weil wir dann ja den verkürzen hier und dann nochmal hier in die Dinge rein und schon geht's los. Schon wird es wieder gerecht hier. Ja, so. Alles platt machen. Ich glaube, es war das erste Mal, dass ich in der Archon-Pause, was ähnliches wie in der Meno-Pause, nicht gestorben bin. Also insofern muss es ja total erfolgreich sein. So, jetzt sind wir wieder so weit, dass wir warten. Jetzt gehen wir natürlich wieder ins Minus. Also das ist wirklich nur die Anzeige, wie der Fortschritt ist. Und es ist halt detaillierter als, ja, es ist gar nicht so gut, weil ich müsste ja jetzt rein theoretisch hier wieder mit Crowd Control hier langsamen und nicht sterben. Naja. Ja gut, also muss man schon so sagen. Das ist halt dann nicht mein Ding. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ich muss das halt jetzt machen, damit ich dieses blöde Teil kriege, damit ich meinen Altar weiter fortsteuern kann. Aber ansonsten ist das für mich nicht der richtige Spielmodus. Ich tue mir ja schon schwer genug, ja, meinen eigenen Charakter irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Aber was ist jetzt? Das ist ja nicht mal an mich rangekommen und schon bin ich tot. So, lassen wir die Zeit noch ein bisschen runterlaufen. Und dann sollte es genügen, wenn ich jetzt hier so weglaufe, dass ich dann 1, 2, 3 machen kann. Und dann kann ich hier so hüpfen, weiter hüpfen. Hier die
Elite finden, die ich nicht finde. Ja. Da sind jetzt die drei. Also das ist ja wirklich total immer dasselbe. Insofern muss man das wahrscheinlich noch auswendig lernen, oder was? Ja, da habe ich ja erst recht keinen Bock. Ja, ich brauche Heilung. Heil dich halt. Ja. Dann kannst du hier versuchen, irgendwie... Ja, da, 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 da. Aber das nutzt ja auch nichts. Und schon war das auch wieder für die Katz. Ich bin minus 8 Sekunden... schaut's aus. Wenn ich jetzt hier rauslaufe, mache ich 1, 2, 3 und ich bin so weit, dass ich... es explodiert halt mal endlich fertig. Das muss doch mal endlich fertig explodiert werden. Und dann kann ich hier versuchen, den Archon noch weiter zu machen. Nochmal die. Und dann war es das schon wieder. Ja, keine Chance hier. Brauche mehr Zeit. Wie soll das gehen? Ja. Ich laufe ihnen davon. Ich laufe ihnen davon. Und dann gehe ich in den Archon und bam, bam, bam. So, jetzt. Wo ist jetzt der... Wo ist denn der jetzt? Wo ist er denn? 17 Sekunden. Die Zahl ist grün. Die Scheißzahl ist scheißgrün. Entschuldigt die Worte. Edira. Ja. Okay, also das war's dann für mich, glaube ich. Das muss ich nicht nochmal haben. Mal durchatmen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen. Bitte unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo, euren Likes und euren Kommentaren. Ich für meinen Teil überlege mir, was ich als nächstes mache, und es wird wahrscheinlich nicht das Herausforderungsportal sein. Ja. Aber trotzdem würde ich mich super freuen, wenn ihr da auch Bock drauf habt und mit dabei seid.